Daten ausbauen und unterhalten. Und die, die das Gefühl haben, sie können das selber machen, das habe ich jetzt schon an ein paar Orten gehört, wo das zum Teil selber aufbauen haben, so Sachen, und selber eine Datenbank gemacht haben. Erstens kostet es enorm, oder? Dann zahle ich eigentlich lieber einen Beitrag und das Zeug ist da und das können sie auch alle nutzen. Also wir profitieren die eigentlich auch voneinander. Mein Name ist Andres Nock. Ich bin Geschäftsführer und Mitinhaber der Schreinerei Fuhrer AG. Man ist eigentlich ständig in einem Entwicklungsprozess. Es gibt ja ein Sprichwort, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Also wir versuchen eigentlich immer relativ auch technisch vorne dabei zu sein. Man versucht, möglichst mitzuhalten. Im vorherigen System waren wir noch nicht durchgängig. Wir waren eigentlich ziemlich am Anfang. Wir wollten durchgängig werden und haben dann eigentlich schon eine Bibliothek angefangen oder haben sie uns zur Verfügung gestellt. Wir hätten sollen anfangen zu zeichnen und wir haben dort einfach gemerkt, dass es nicht da ist, was wir wollen. Wir haben es zu kompliziert gefunden. Vorteile des Cadency sind, dass ich einfach zeichnen kann in der 2D-Umgebung. Und es wird mir 3D dargestellt und die Zusammenhänge passen dann auch. Jetzt sind wir auch den Schritt gegangen, einerseits weil es Zukunft ist. Man muss auch mit der Technik gehen, mit dem Stand der Zeit. Und was auch ein grosser Punkt war, ist die Abhängigkeit von einem Einzelnen, der für uns programmiert hat. Oder? Das ist alles über seinen Tisch gelaufen. Und dann haben wir halt schon mal haben wir es ein bisschen angesprochen und gesagt, was, wenn, dann läuft fast nichts mehr. Ja, jetzt kann ich einen Kasten zeichnen, Knopf drücken, Holzliste geschrieben, Programm. Es muss nicht über seinen Tisch gehen. Also wir sind dort viel flexibler und halt nicht abhängig von einzelnen Personen. Also der ganze Systemwechsel vom Zeichnen ist reibungslos abgelaufen, auch sehr effizient und schnell. Wir haben ja 3 CNC, noch eine uralte, also aus dem 01 oder 02. Und wir wollten eigentlich die neuen 2 Maschinen anbinden. Und der Projektleiter von Cadency, das war so ein Hexenmeister, hat gesagt, ja, die binde ich auch noch schnell an. Die anderen haben tageweise den Mund geküchelt und der ist gekommen und hat eigentlich unsere 3 Maschinen fast immer einen Tag angebunden. Der RWDM hat mit seiner Bibliothek angeboten, natürlich für uns einen guten Kosten nutzen. Also es ist ein Service, den wir selber aufrechterhalten müssen. Wäre A viel zu teuer, dann haben wir auch die Leute dort. Und wenn ich jetzt auch noch einen hätte, wenn der nachher geht, geht dann auch verloren und keiner weiss mehr, was es gemacht hat und was gemacht ist. Kosten nutzen, wenn ich den Preis anschaue, den ich zahlen muss, zahle ich den gerne.